So, da wären wir mal. Wir spielen wieder Minecraft, wer es glaubt oder nicht. Alle die, die es interessiert, die können weiter gucken. Und für die es nicht interessiert, die können jetzt abschalten. Aber es wird mich nicht daran hindern, dieses Video zu machen über Minecraft. Und wie man das Wörtchen liest, wir spielen mit Mods. Dieses Video ist für jemanden, ja, jemanden Besonderes. Musik an. Fertig. Dann geht's mal los. Wird trotzdem nur 15 Minuten lang sein, weil es wird keine längeren Videos geben, auch wenn das Video für mich besonders ist, weil es für besondere Personen sind. Und es gibt nur bestimmte Personen. Und keine weiteren anderen Fragen. So einfach. Fragen? Habe ich Fragen gesagt? Ich meine, kein Kommentar dazu, was ich meine, für wen das ist. Derjenige, für wen es ist, der wird es erfahren. Für alle anderen wird es wohl ein Rätsel bleiben. Ich bin fies, nicht wahr? So, dann starten wir mal in der schönen Welt. Direkt ein bisschen. Ich habe das schon gespielt. Und deswegen habe ich den langweiligen Teil eigentlich. Vielleicht mache ich ja über die Welt doch noch ein paar mehr Videos, als ich eigentlich will. Auch wenn vielleicht die Musik jetzt ziemlich leise ist, vielleicht ziemlich laut. Ich weiß es nicht, ob man es hört. Aber ich mache die Welt einfach hier ein paar Videos, auch wenn ich den Anfang jetzt nicht gezeigt habe, weil er langweilig ist, weil wirklich. Aus nichts als Sand, Kaktus und einer Startkiste jetzt erstmal was anzufangen. Ist langweilig. Ich fange einfach bei dem Stand an, wo ich jetzt bin. Nämlich genau in der totalen Wüste. So. Fangen wir mal an mit einer guten alten Rundtour. Also, wir sind jetzt gerade im zentralen Raum, so habe ich den jetzt genannt, mit einem Lagerraum von Holz und anderen Dingen. Ein haufenweise Ofen, ein haufenweise Geräte, die dafür da sind, um Cobblestone in Lava umzuwandeln, ein haufenweise Kohle und Glas, einfach mal alles so gesammelt, und ein Lagerraum und eine zweite Etage. Der Lagerraum, wo wir haufenweise Sandstein haben, der auch schon wieder ziemlich knapp ist. Haufenweise Cobblestone, wo auch immer ich den her habe. Ein haufenweise anderen Stein. Ein haufenweise Sand in der Wüste. Haufenweise Kaktus. Ich weiß nicht, warum ich den überhaupt noch habe. Leere Kisten. Und ein haufenweise Lootzeug aus den Tempeln. Das war auch mal ein Tempel. Ein bisschen umdekoriert. Dann haben wir hier ein haufenweise Holz, was übrig geblieben ist. Ein haufenweise Upgrade-Schablonen von Stowark, Dwarvers. So heißt der Mod. So heißt der Mod von den Dingern hier. Und dann haben wir hier schon ein bisschen was von Uplighted Anastic, wobei wir sind noch in der Eisenzeit. Also quasi kein Strom, kein gar nichts. Und das haben wir dann auch schon ein bisschen gefarmt. Also dazu sage ich jetzt keinen Kommentar. Also an sich geht es uns ganz gut. Eine automatische Holzfarm, was will man denn mehr? Einfach nur Bonsai Trees, perfekt. Wenn es Kiste voll ist. Stöcke habe ich ein Update reingemacht, damit die einfach gekillt werden, weil was willst du mit 2048 Stöcker? So viel passen da in diese eine Kiste rein. Die anderen kann man ja dann noch verwenden für Dekoration oder halt der Zaunmauer, ja. Meine Farm, mein leerer Raum, die Mauer, einmal rum. Hier entsteht dann in ferner Zukunft ein Portal, ein Eingangsportal, ein Waystone, ein Portal in eine andere Dimension, zum Mining, ein Hühnerstall an der freien Luft, wo auch Hasen spawnen tun. Die von alleine herkommen, auch wenn ich sie nicht haben will. Aber was soll man dazu? Man kann ja Eier einsammeln und sie gegen die Wand werfen. Autsch. Und ein Küken rauskommt. So, das war's. Naja. Und vom Essen her haben wir auch natürlich etwas gefarmt. Also ein bisschen was. Aber warum hier Äpfel drin sind, frage ich mich auch. Nampf, 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 nampf. So.
Zuckerrohr abfahren. Ich weiß nicht warum, aber... Jeder Minecraft kennt, der weiß, dass Zuckerrohr nur im Wasser wachsen kann. Naja, wer es weiß, der findet den Trick vielleicht, wie ich das geschafft habe. So, das war's. Dazu. Hier habe ich ein Feld, das ist unwichtig. Hier das nachnehmen, wie ich Lust und Laune habe, mache ich was draus. Hier haben wir ein bisschen weitergebaut, was hier unten reinkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht mir die ganze Sandstürme hier in diesem Wettermod zu schaffen. Deswegen habe ich mir gesagt, gut, baust du alles in den Untergrund, da stört sich nicht. Auch wenn ich hier noch Wasser nachfallen wollte, weil der letzte Sandsturm mir da haufenweise Sand in den Pool gekippt hat. Und das ist ziemlich nervig. Aber was soll's. Zum Glück haben wir ja Tinkers Construct und damit können wir uns ja die Waffen zubauen, wie wir wollen. Mit einer Eisensachen, die sogar die Obsidian abbauen kann. Eigentlich ziemlich praktisch. Eisen. Ich brauche Eisen, um es zu parieren und kann und Obsidian kann man abbauen. Ziemlich cool. Das ist cool. 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 So. Wir haben jetzt 6 Minuten gelabert. Wirre Scheiche. Die Folge werde ich wahrscheinlich bestimmt so nennen, wie ich sie nennen wollte. Spezialfolge für eine ganz besondere Person. Das mache ich nicht für jeder. Nur für ihn. Oder ihn. Oder er. Oder es. Was auch immer es ist. Nur für ihn allein. Jetzt habe ich es mir schon gesagt. Ist ein Junge. Ein Junge. Ein neuer Abonnent. Den kenne ich persönlich. Nur für ihn mache ich das Video. Vielleicht mache ich auch weiteren. Wenn es euch nicht gefällt, dann gefällt es euch nicht. Ist mir aber egal. Mir gefällt es, weil es mein Video ist. Wenn es euch nicht gefällt, dann guckt es euch nicht an. So einfach. Wenn es euch gefällt, guckt es euch an. Wenn es nicht gefällt, guckt es euch trotzdem an. Wie ihr wollt, was ihr wollt, ist mir egal. Ich mache die Videos nur aus Spaß. Das habe ich schon mal gesagt. Ja, ich mache Minecraft-Videos wieder. Ob die jetzt gut ankommen oder nicht. Genauso sieht es aus mit den EEP-Videos. Mit den Eisenbahn professionell oder ja, Eisenbahn-Exe professionell mache ich auch Videos, auch wenn ich bis jetzt nur eins gemacht habe. Da kommen auch weitere. Und so sieht es auch mit World of Subways aus. Da mache ich auch welche. Ob es euch gefällt oder nicht. Wen es gefällt, der kann es angucken. Wen nicht, ist auch nicht schlecht. Wie schon gesagt, es liegt an jedem selbst. So, das wollte ich sagen. Boom. Nampf, Nampf, Nampf. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ich genau machen wollte, außer vielleicht das Ding hier mal woanders hinsetzen und die Dinger vielleicht auch nochmal woanders hinsetzen und etwas im Fortschritt weitermachen. So. Genau. Ein Waypoint? Nein, ich will jetzt keinen erstellen. Können ja mal gucken. So, also das haben wir schon erfarmt hier, ergattert, also Journeys Map ist schon was Feines. Ziemlich viel rumgelaufen, aber macht keinen Spaß. Deswegen gibt's ja netterweise die Dinger. Wenn man einmal ein Dorf gefunden hat und den Stein aktiviert hat, braucht man nur ausklicken und reinreisen. Mehr ist es nicht. Ziemlich praktisch. Und die stehen hier nur zur Deko, falls ihr mal fragt. Interessiert ja sowieso keinen, aber ich habe Sand übersehen. Nervig. Kommt der schon wieder her? Sandsturm, ich hasse das. Ich hasse das. Sandstürme sind cool. Ich kann Sand farmen, ohne Sand abzubuddeln. Muss ich auf den Sandsturm warten. Kann ich den Sand hier einsammeln von denen, der da überall hier lang gelaufen wird. Ja. Der überall abgelegt wird und das ist ziemlich praktisch. So, wie schon gesagt, wir sind gerade in der Eisenzeit, weil wir ja gerade mal im fortschrittlichen Technik. Okay, wir haben zwar eine Hightech-Baumform. Hightech-Baumform. Aber was soll ich sagen? Wir haben gerade mal nur eine Schmelze. Und mehr nicht. Nicht mal Elektrizität. Gar nichts. Wir haben gar nichts. Einfach gar nichts. Und ja, ich weiß auch nicht, wann ich so weit bin, in der Elektrizität anzufahren. Wenn man den Fortschritten nachgeht, haben wir den erfüllt. Da sind wir auch schon ziemlich weit gekommen. Ja, Nessa, das ist ein anderes. Ja, da haben wir auch noch nicht sehr viel gemacht. Hier sowieso nicht und da auch nicht. Unwichtig. Wie soll ich sagen, Nether ist auch noch eine so eine Sache. Aber da gehe ich garantiert nicht mit einer Eisenrüstung hin. Ihr wisst warum. Wenn nicht, egal. So. Genug gelabert. Die restlichen 5 Minuten
machen wir etwas Fortschritt. Ich habe die Welt gezeigt, die Map, also ist nicht sehr viel zu sehen, außer, ja, okay, ich rede Bullshit hier. Ich kann euch ja zeigen, guck mal hier, ich drück darauf, bumm, ich bin im Dorf. Also, ja, hier habe ich ein Haus komplett abgerissen, hier sind noch Überreste vom Sandsturm. Und, ja. Ein bisschen gelootet haben wir hier, und, ja. Genau, jetzt reisen wir wieder zurück. Als ob es regnet. Es regnet nicht, dann wird es wieder dunkel, ja. Und dass ich ja auch keinen Schwachsinn rede hier, das ist, ja, Aroma 1997, Dimensionswald oder wie auch immer. Wenn man da reingeht, da findet man die Ressourcen und den Stein. Natürlich habe ich erstmal Stein gebraucht, um das Portal zu bauen und das in der Wüste, also ist ziemlich anstrengend gewesen. Auch wenn ich es einfacher machen könnte, aber ich habe mich ziemlich blöd dabei angestellt, aber was soll's. Und dann geht es einfach in den Tunnel und nach unten. Da haben wir jetzt keine Zeit für, es ist schon wieder 10 Uhr und ich hasse es, wenn Mobs spawnen. So gut ausgeleuchtet ist meine Base auch nicht. Also, ab ins Bett. So, das war's. Ab ins Bette. Ab ins Bette. So. Jetzt sage ich noch 4 Minuten. Ich mache 15 Minuten Videos, damit bleibe ich der Meinung. Also machen wir jetzt in die restlichen 4 Minuten in die Farm gehen und starten hiermit ein Let's Play. Icke gestartet in der Wüste. Wobei ich den großen, langweiligen Teil übersprungen habe und jetzt einfach hier weitermache, weil ich erst jetzt auf die Idee gekommen bin, hierüber Videos zu machen. Einfach nur so aus Spaß. So. Das war's. Das wollte ich jetzt, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Rumherlaufen, Base haben wir gezeigt. Ja, ich könnte, genau, ich könnte es mal versuchen da. Ich habe ja noch so einen Tempel, wo ich ein paar nette Freunde habe. Ja. So, dann lass uns mal losgehen. Wir haben genug Zeit. Jetzt müssen wir mal gucken, welches Dorf das war. Das war es nicht, das weiß ich. Ich muss mal gucken, wo war es. Das war der Tempel da und das war Dorf Blau. Dorf Blau war das da. So, jetzt mal gucken. Geht in die richtige Richtung? Scheint so. Wie soll ich sagen? Aus den schönen, netten Videos von Sejourcraft in Minecraft Hardcore. Geh niemals ohne Schild aus dem Haus. Oder geh niemals in eine dunkle Höhle rein. Auch wenn in dieser Mining-Dimension keine Mobs spawnen, hier spawnen sie. Vor allem in diesem verdammten Tempel und ich nenne diese Viecher Hexen. Das ist mir schon mal ein Creeper in die Luft gegangen. Und sie sind immer noch da, also ich lege mich mit Eisenrüstung nicht mit diesen Hexen an. Also nicht mit dieser Rüstung. Standbild. Also ab nach Hause. Ja, 2 Minuten, dann mache ich die Folge Schluss hier. Dann mache ich eine neue aufnehmen. Wenn ich eine bessere Rüstung habe, dann lege ich mich vielleicht mit diesen Viechern an, aber Creeper habe ich ja nichts dagegen, auch wenn er vor mir in die Luft geht. Aber Hexen mit ihren scheiß Tränken, sorry wegen der Ausdrücke, aber die sind scheiße. Die sind nervtötend. Diese Tränke. So, ab nach Hause. So. Und damit sage ich jetzt in der letzten Minute auf Wiedersehen. Ich hau mir das Schild an den Kopf. Okay, auf Wiedersehen. Und für diejenigen, die es sich angeschaut haben, gut, haben sie sich angeschaut. Für diejenigen, die es sich nicht angeschaut haben, kann ich auch nicht weiterhelfen. So. Wir sehen uns im nächsten Part, den lade ich heute noch hoch. Nein, den mache ich heute noch. Ciao, Leute. Und auf Wiedersehen.